Also das Interessante ist, also im visuellen Bereich, da kann man ja ein Bild und einen Film, wenn er läuft, ne, auf Pause klicken so, und dann guckt man sich an, was man da sieht. Und dann sagt man irgendwie, hey, da im Hintergrund irgendwie so, da braucht man noch ein bisschen mehr Stimmung. Mit Sonnenuntergang irgendwie dreht da mal die Farben rein, irgendwie so mehr Rotanteile und so. Aber wenn du den Film auf Pause drückst und ja, die Musik ist dann still, ne? Also da kannst du über das Stehende nicht, es ist halt Stille. Hallo, hier ist Marie und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lugard-Podcast für guten Musikunterricht. Wer Musik unterrichtet, der muss sich natürlich auch mit dem Lehrplan auseinandersetzen. Und dort taucht in vielen deutschen Bundesländern in der Sekundarstufe Musik und Werbung als Thema auf. An sich ist das ein ganz spannendes Thema, denn es hat eine große Aktualität und die meisten Jugendlichen haben damit ja auch im Privaten schon ganz viele Berührungspunkte. Also wenn sie zum Beispiel auf Social Media unterwegs sind oder sich auf YouTube Videos angucken. Da ergeben sich vielleicht also schon von allein ganz viele spannende Fragen, die aber natürlich für die meisten Musiklehrkräfte gar nicht mal so einfach zu beantworten sind, denn die wenigsten von uns haben ja im Alltag Berührungspunkte mit den Mechanismen der Werbewelt. Aber du ahnst es vielleicht schon, genau das wollen wir mit dieser Podcast-Folge ändern. Du bekommst einen kleinen, aber intensiven Einblick in genau dieses Thema, also die Schnittstelle von Musik und Werbung. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür einen wahren Musikwerbeexperten für unser Gespräch gewinnen konnten, Gerrit Winterstein. Er hat für eine der größten Werbeagenturen im deutschsprachigen Raum gearbeitet und Werbemusik für etliche internationale Marken und Produkte gemacht. Das heißt, ich kann dir versichern, du hast garantiert schon mal Produktion von ihm gehört. Im Interview hat er uns verraten, welche Arten von Werbemusik es gibt und wie sie sich von anderer, normaler Musik unterscheiden. Er gibt Einblicke in die künstlerischen Prozesse, in denen Musik im Werbekontext entsteht. Und er erzählt auch, warum gute Werbekompositionen immer ein bisschen menscheln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Lugard-Podcast. Ich bin Helene, Redakteurin im Lugard-Verlag und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema Musik und Werbung. Diesem Lehrplanthema ist auch die aktuelle Ausgabe der Musik und Unterricht gewidmet, die Anfang Februar erschienen ist. Und ich verrate schon mal, dass unser heutiger Gast dafür den Einführungsartikel geschrieben hat, den ich euch genauso wie den Rest des Heftes sehr ans Herz lege. Dabei sind nämlich außerdem noch Artikel zum Komponieren von Musik mithilfe von GarageBand und ChatGPT, ein Text über das Soundbranding und außerdem eine Unterrichtseinheit, in der eine Social-Media-Kampagne für Wolfgang Amadeus Mozart entwickelt werden soll und noch viele weitere Themen. Also eine Menge tolle Ideen, um Musik und Werbung im Unterricht mal ein bisschen anders anzugehen. Auch in diesem Podcast heute sprechen wir über Musik und Werbung, was ja im Musikunterricht ein durchaus beliebtes Thema und trotzdem ein tückisches Thema sein kann. Denn in der Regel kennen sich die Lehrkräfte zwar mit Musik aus, doch die wenigsten haben sich in ihrer Ausbildung tiefergehend mit der Rolle von Musik in der Werbung beschäftigt. Und so können viele dann eben nur das unterrichten, was man sich über das Thema in kurzer Zeit anlesen kann. Deshalb wollen wir heute im Podcast einen etwas tieferen Einblick in die Welt der Werbung geben. Und ich habe dafür einen Experten heute zu Gast, der uns aus erster Hand erzählen kann, wie man erfolgreich Musik für Werbung produziert. Hallo Gerrit. Hallihallo Helene. Gerrit Winterstein ist Music Supervisor, Komponist, Produzent und Unternehmer. Du warst lange Jahre Geschäftsführer der Musikagentur Whitehorse Music, die zur Jung von Matt-Gruppe gehört, was vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff sein dürfte. Und deine Referenzen umfassen eigentlich alle großen Namen von Vodafone, Mercedes-Benz, DHL, Nikon, Saturn und viele weitere. Außerdem bist du Produzent dieser legendären supergeilen Werbung von Edeka, die mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben ist und du leitest mittlerweile eine eigene Agentur, die heißt The Hook und wir können uns, glaube ich, keinen besseren Gast für heute vorstellen. Herzlich willkommen, Gerrit. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Anmoderation und die Blumen.
Ja, ich hoffe, ja, ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Ja, du hast ja auch echt viel, viel Erfahrung. Das merkt man, wenn man deinen Lebenslauf ein bisschen aufzählt, ja. Ja, es sind halt wirklich dann 10 Jahre, die ich in diesem Durchlauferhitzer, Jung von Matt, verbracht habe. Und die Frequenz ist dort schon wahnsinnig hoch gewesen. Und da meine kleine Spezialagentur, die ich 2005 gegründet hatte, gemeinsam mit Jung von Matt, in der Idee, Musik als, ja, als Kommunikationsdisziplin halt auch ernster zu nehmen und mit einem eigenen unternehmerischen Ziel und Zweck zu versehen. Ja, man lernt oder man hat in der Werbung halt auch gelernt, dass mit Musik wahnsinnig viel schiefgehen kann. Und meistens kommt ja der Wunsch zur Veränderung dann auch mit einem gewissen Leidensdruck daher, wenn einem das Thema als Agentur, das Thema Musik halt ein paar Mal um die Ohren geflogen ist. Prozessual oder auch lizenzrechtlich oder wenn man halt die Werbung tanzt ja auch gerne mal nah an Originalmusiken an und bedient sich dann halt der emotionalen Depots, die in Originalmusiken drinstecken, in der Komposition. Und dann kann halt auch schon mal so ein Richterhammer runterrauschen und das Ganze dann eben als Plagiat identifiziert werden. Ich glaube, so, ich war da zu dem Zeitpunkt, als ich aus der Musikindustrie kommend in die Werbewelt rüber schielte, irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja. Es klingt auch, als klar, du hast natürlich in so langen Jahren Berufserfahrung Hochs und Tiefs mitgemacht, natürlich auch, ne? Hast du denn irgendeinen Auftrag im Kopf, der besonders gut war oder der dir als besonders erfolgreich und schön in Erinnerung geblieben ist? Also es waren halt auch ganz schön viele wirklich spannende und exzellente Projekte, an denen ich teil sein durfte. Du hast vorhin halt schon im Grunde genommen so zwei Flaggschiffe genannt, das Vodafone Sound Branding, was wir seinerzeit in 2010 aufgegleist haben, mit der Idee, Musik aus dem Underground zu schöpfen, also zu suchen und zu finden und das dann mit dem Vehikel der Marke als Enabler zu Hits zu machen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was immer wieder halt am Underground arbeiten bedeutete und wir im Grunde genommen bei 2, 3 Kampagnen im Jahr die ganze Zeit eigentlich am Recherchieren und Stromstöbern und Rumschnuppern waren. Was ist denn jetzt hier irgendwie der neueste, coole, heiße Scheiß? Ja, und dann halt eben verdichtet haben, sukzessive. Ne? Wir haben quasi die Musikindustrie weltweit bescoutet und dann immer so zum Herstellungsprozess der Kampagne irgendwie so um die 1000 neue Songs dann am Start gehabt und ja, daraus das dann halt eben zu destillieren, also aus den 1000 irgendwie Top 100, dann Top 40, dann Top 20, dann Top 10, dann Top 3 und dann die finale Entscheidung für einen Song, wo wir halt auch immer wo unterschiedlich und miteinander uns gegeneinander und so Wetten abgeschlossen haben, um wie hoch das Ding jetzt nun geht und ob das Radio jetzt spielt oder nicht und so. Und das ist halt ein toller Brückenschlag, wie Musik, die über die Werbung transportiert wird, dann auch authentisch draußen in den redaktionellen Medien arbeiten kann, ne? Wenn das Radio das dann anpackt und die Presse drüber schreibt und halt eben auch ein authentischer Künstler damit halt einen Karriereschub bekommt. Ja. Und dann supergeil natürlich genau, so hattest du eben auch schon genannt. Ja. Und, aber also als Beispiel, was vielleicht weniger bekannt ist, was mir auch total viel Freude gemacht hat, das ist ein Projekt für Mercedes-Benz gewesen, Konzert in E. Und da haben wir die
Jazzsängerin Diane Reeves auf einer Rennstrecke in einem Auto, E-Klasse, gefahren von ein ganz bekannter Mensch, fällt mir irgendwann gleich noch ein. Naja, in jedem Fall wurde dieses Lied produziert mit der Künstlerin und ihrem Umfeld, aber dann halt in der E-Klasse aufgenommen, während der Fahrt, also während sie quasi in den Kurven lag. Und das ist einer der wenigen Momente gewesen, wo ich selber als der Musikverantwortliche auch auf der Rennstrecke war. Irgendwo in Sevilla, Spanien, waren wir da. Und das habe ich begleitet. Genau, das war also nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen und irgendwie Mucke schrauben, sondern wirklich halt auch dann mit der Künstlerin dann noch vor Ort sein. Und ja, interessanterweise, das war dann auch relativ mit heißer Nadel gestrickt, so dass wir auch, was die Verträge und alles anbetraf, ich vor Ort dann halt eben auch noch mit dem Manager alles abschließen durfte. Ja. Das war ein ziemlich turbulentes, aber auch erfahrungsstarkes Projekt. Ja, da merkt man schon, da wird natürlich auch echt was aufgefahren, ne, für so eine Musikkampagne. Also da wird viel Geld investiert und wahnsinnig viel Kreativität auch. Also man muss sich irgendwie abheben von anderen, dann auch mit solchen Ideen. Ja, nun sind die Beispiele, die wir jetzt am Wickel hatten, natürlich alle relativ kapitalstark, ne? Das ist natürlich nicht immer der Fall. Also bei so High-Level-Marken geht man natürlich ganz anders ran, als ich sag jetzt mal, wenn es um Waschmittel geht. Ja. So, ja. Waschmittelwerbung habe ich in meinem Leben bisher noch nie machen müssen. Und in dem Fall ist es halt auch, tritt die Musik halt auch ein Stück weit in den Hintergrund. Ne? Also man kann da ja auch unterscheiden zwischen Background-Use, wo halt, ich sag mal jetzt mal, von einem Sprecher halt einfach Produktdetails runtergerappt wird und siebenmal Fleckweg-Formel gesagt wird oder so. Da tritt die Musik halt in den Hintergrund. Und oftmals halt auch sehr generisch, ne, was da dann im Hintergrund läuft. Und da kann ich auch verstehen, dass die Verantwortlichen halt sagen, gut, da müssen wir jetzt irgendwie auch nicht das Rad neu erfinden in Sachen Sound. Es geht eigentlich nur darum, dass es nicht still ist im Hintergrund. Ja. Aber die Musik plätschert dann oftmals halt eben dann so auch dahin, ne? Ohne dass sie groß auffällt. Ja, und was ist dann, also was kann die Musik dann in so einer großen Produktion jetzt wie für Mercedes oder so, warum lohnt es sich dann so viel Aufwand da reinzustecken? Was passiert dann mit der Musik? Warum ist sie so wichtig? Also wenn wir jetzt mal diesen Fall Diane Reeves für Mercedes nehmen, die hat im Jazzbereich so Blue Note Records und also hat halt quasi schon so eine Feuilleton-Relevanz. Das heißt, die Mercedes E-Klasse-Zielgruppe könnte diese Person also kennen. Und man bindet die Menschen, die Konsumenten, dann halt eben auch ein Stück weit mehr an sich, indem man halt zeigt, hey, wow, guck mal, wir haben, wie geil sind die denn, ne? Also, dass die da jetzt irgendwie so eine, ich glaube, Jean Alesi, ja, kann das sein, dass das der Fahrer war? Ich glaube, ja. Oh, ja, kann gut sein. Ich kenne mich leider nicht aus mit Rennsport, aber. Ich bin auch nicht so der Rennsport-Experte. Ja, also so, dass halt quasi, also die Leute, die halt tendenziell E-Klasse fahren würden, sich vielleicht auch in dem etwas ernsteren Bereich der Jazzmusik halt auch auskennen und dadurch eine gewisse Strahlkraft entsteht und auch ein Entertainment-Faktor, der da mit drin ist. Ne? Das war dann halt so ein 6-7-minütiger Filmbeitrag, wo quasi Intro, Outro, also wie so ein kleiner Kurzfilm entstanden ist. Und das ist ja unterhaltsam. Also ist dann halt eben Brand-Entertainment und nicht einfach nur eine Werbung. Ja, und es geht ja auch, also vielmehr darum, dann auch irgendwie die
Man kann ja nicht sagen Persönlichkeit eines Unternehmens, ne, wie aber im Grunde sowas Ähnliches ist es ja, ne? Das ist Mercedes-Benz, die haben diesen Geschmack halt auch, ne? Also eine Jazzsängerin und Rennfahrer und also man macht ja so ein bestimmtes Bild auch auf über ein Unternehmen mit so einer Auswahl von Musik, also. Also man verlängert im Grunde genommen die Erlebniswelt des Unternehmens und eines Autos, in dem Fall die E-Klassenbaureihe, erweitert man halt in den Entertainment-Bereich hinein. Und als Marke ist man dann der Absender, der Sender, so gesehen. In dem Augenblick, wo so ein Web-Special drumherum gebaut wird, wo man das Fahrzeug erleben kann, wo man das Fahrzeug in Action sieht, dann noch mit bekannten Darstellern mit drin. Und dann wird auch noch im Auto gesungen. So, und das ist auch noch ein bisschen lustig, ne? Wenn dann natürlich irgendwie die in den Kurven dann halt sich irgendwie gegen anstemmen muss, gegen die Fliehkräfte. Und dabei noch zusehen, dass er am Mikrofon nah genug dran ist. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen lustig und charmant, ne? So. Aber das heißt, es geht ja da längst irgendwie drüber hinaus zu bewerben, also das Produkt selbst zu bewerben, ne, dass das ein tolles Auto ist, sondern es geht wirklich um die Marke, die man dann mit der Musik auch stärkt. Genau, also in so einem Web-Special werden dann natürlich dann auch Fahrzeugdaten und so mit eingebunden, sodass man halt eben aus dem Entertainment-Bereich dann halt auch möglichst komfortabel und einfach in den Konfigurator des Autos kommt und dann halt eben auch kaufen kann. Ne? Also man wird aktiviert durch diese Form des Entertainments und dann halt eben eingeladen, mit guter Laune noch ein paar Klicks irgendwie an Extras zu bestellen. Ja, und das funktioniert ja offensichtlich auch, ne? Also solche High-Level-Marken müssen natürlich dann auch den Ansprüchen halt ihres Klientels gerecht werden. Und können da nicht einfach nur einen Flyer drucken. Ja, gute Werbung alleine reicht nicht aus, das stimmt wohl. Ja. Ja, muss dann schon auch was kommen. Ja, die Frage, die sich, glaube ich, auch jetzt in Bezug auf den Musikunterricht und das Thema Musik und Werbung stellt, ist: Was ist überhaupt Werbemusik? Ne? Also es ist irgendwie so ein Begriff, der wird auch verwendet und es ist irgendwie klar, okay, Musik in der Werbung. Aber wenn man dir jetzt so zuhört, wird einem ja schon klar, dass da irgendwie andere Gedanken reinfließen, als wenn es jetzt darum geht, irgendeinen Radiohit zu produzieren, also oder andere Formen von Musik zu machen, jetzt ein Bandauftritt oder so, ne? Das kannst du irgendwie erklären, was da für dich auch der Unterschied ist? Ich meine, du hast ja beides auch schon gemacht. Also ich würde, also es gibt verschiedene Ebenen, die man dort betrachten darf. Also einmal die Musik, die extra für eine Werbung komponiert und produziert wird. Dann Musik, die aus dem Bereich der Originale kommt, also vorbestehende Werke nennt man das. Also alles, was halt im Grunde genommen klassisch veröffentlicht wurde und dann halt eben übertragen wird. Originalmusik. Und dann kann man die Library-Musik noch mit reinnehmen. Das ist also von der, also im Grunde genommen kann man da so ein bisschen Musik von der Stange zu sagen. Die unterscheidet sich natürlich im Bereich, also im Verhältnis zu der Originalmusik extrem durch den Preis. Ne? Also das sind dann einfach vorproduzierte Stücke, wo es dann keine Rechteprobleme gibt oder wie? Ja, wo vor allem sogenanntes One-Stop-Shopping möglich ist. Das heißt, man kriegt die Masterrechte und die Verlagsrechte in einem Schritt, in einer Lizenz. Denn ansonsten ist es bei vorbestehenden Werken in den meisten Fällen so, dass man zum einen halt eben die Lizenz für die Nutzung des musikalischen Werkes bei den Musikverlagen einholen muss und parallel die Rechte
an der Tonaufnahme bei Plattenfirmen bzw. Labels. Es sind immer zwei komplett unterschiedliche Rechte, die da betroffen sind und ganz auch bei ganz unterschiedlichen Rechteinhabern liegen. Und das ist dann natürlich zum einen halt eben prozessual aufwendiger, weil man halt eben die Verträge individuell verhandeln muss. Und oftmals sind es bei den musikalischen Werken viele Autoren, die da beteiligt sein könnten, weil oftmals halt eben solche Werke quasi in so, manchmal auch halt eben so Songwriter-Camps und so geschrieben werden. Also es ist Singer-Songwriter, da würde man halt sagen, das ist jetzt die gleiche Person, derjenige, der halt seine eigenen Songs singt. Aber im Popularbereich ist es halt oft so, also Michael Jackson hat halt kaum selber geschrieben, ne? Da hat Quincy Jones halt immer für ihn einen großen Riesenaufschlag gemacht und Musikwerke gesucht, die dann zu Michael Jackson passen könnten. Ja. Ja. Oder auch bei Queen, also ich hatte den Fall mal, das kennst du wahrscheinlich auch noch, dieses Wie, Wo, Was, Weiß, Obi. Ja. Ja, naja, okay. Das ist auch etwas, was ich produzieren durfte. Mhm. Und ja, in dem Fall ist natürlich eine Neuaufnahme des Werkes entstanden. Aber Brian Harold May ist der Komponist gewesen, Brian May von Queen. Kein anderer von Queen war daran beteiligt. Mhm. Diese Rechte mussten verhandelt werden dann mit seinem Manager Jim Beach. Mhm. sitzt mit dicker Zigarre in der Schweiz. Und diese Grundlage zu schaffen, halt einfach diese Verhandlungslinie dann auch so zu gestalten, dass am Ende sowohl eine Zahl rauskommt, die dann der Kunde sich auch leisten kann oder möchte. Und eben auch dann Brian May sagt, dafür lasse ich dieses musikalische Werk halt vorne piepeln, ne? Ja. Im Endeffekt ist es ja, jetzt komme ich auf den Begriff, den ich meinte, Werbemusik, ne? Also das ist quasi zweckgebundene Musik. Also deswegen sage ich auch oft, dass ich ein Musikverzwecker bin. Ja, und du würdest das unterscheiden, dass andere Musik dann, also Nicht-Werbemusik, auch ohne Zweck auskommt? Auf jeden Fall ist es intrinsisch motiviert, ne? Mhm. Also wenn jemand Musik macht, weil er eine Idee hat, weil er Bock drauf hat, diese Musik herzustellen und zu veröffentlichen und vielleicht damit sichtbar zu sein oder eine Message rauszugeben oder ein Statement politischer Art oder. Das ist auf jeden Fall erstmal eine intrinsische Motivation, diese Musik zu machen und nicht die Motivation, dass jemand daherkommt und sagt, ich habe hier ein Produkt, das will ich bewerben und dafür gebe ich dir XYZ Euro und dafür lieferst du mir bitte ein cooles Stück Musik. So. Hm. Ja, wie ist das? Also du hast jetzt viel von Originalsongs gesprochen, aber wann fällt denn die Entscheidung dafür, wirklich was komponieren zu lassen? Also in Bezug auf manche Marken, also insbesondere halt eben so diese sogenannten Fast-Moving Consumer Goods, schnelllebige Artikel, die sich auch immer wieder verändern, die werden selten mit so viel Budget ausgestattet, um da wirklich an Originalmusik zu denken. Mhm. Leider ist es trotzdem oft so, dass im Herstellungsverfahren, wenn man jetzt einen Film macht, ein Film hergestellt werden soll, dass erstmal quasi so ein Mutfilm entsteht und man so quasi so, ja, dann gibt es sogar wirklich spezialisierte Agenturen darauf, die Mutfilme herstellen, also sprich aus verschiedensten filmischen Quellen, das können Hollywood-Filme sein, Underground-Filme sein und daraus halt einfach quasi ein Film herstellen, ein Stück Film herstellen, der das Gefühl herstellen soll, also das Gefühl zeigen soll, was man am Ende erreichen möchte. Mhm. Und in diesen Prozessen kommt es dann oftmals auch dazu, dass dann
schon ein Musikstück drauf liegt, was der Cutter draufgeschmissen hat oder irgendein Kreativer aus einer Agentur so spontan als Einfall hatte. Und wenn dieses Stück halt immer und immer wieder im Kontext der Planung mit diesem Mutfilm in Verbindung gehört wird, dann schleift sich das natürlich bei den Leuten ins Reptiliengehirn. Und selten kommen sie davon dann halt auch wieder los. Ne? Mhm. Es sei denn, es sind Leute, die wirklich auch sehr offen für Musik sind und sagen so, jetzt gehen wir nochmal ganz frisch ran und machen nochmal ein Research. Ja, und dieses Researchen ist dann halt wieder einfach Menschen, die Ideen haben, tun Musik da dann drauf. Ne? Also suchen sie zusammen und ein Cutter schneidet es da drunter und dann guckt man sich verschiedene Musikstücke an dazu und diskutiert. Ja, aber oft ist es halt eben auch so, dass dass dann halt einfach die Leute, die kreativ Verantwortlichen oder die prozessual Verantwortlichen oder budgetär Verantwortlichen dann halt eben irgendwie schon da so mit drin kleben. Und wenn man sich dann kein Original leisten kann, dann wird halt oftmals halt eben so dran gesurft, ne? Kompositorisch. Das ist auch nicht immer ein dankbarer Auftrag so für einen Komponisten. Ja. Ja, hast du da auch Erfahrungen gemacht? Also, wie ist das, wenn man jetzt ein Stück schreiben soll extra für Musik, für eine Werbung? Also, ich überlege gerade mal. Also, als ich damals angetreten bin, bei Jung von Matt ging es wirklich explizit darum, nicht mehr, also nicht solche sogenannten Soundalikes zu machen. Mhm. Das ist in dem Kontext, also in dem Markenuniversum, was da Jung von Matt umschwirrte, natürlich auch dann sehr dankbar, weil man sagt halt, große Marken mögen sich doch also ne, als Original selbst verstehen und dann auch bitte mit Originalen paaren. Also entweder stellen wir Originale selber her oder wir suchen und finden die Originale, ja, die wir uns dann halt eben leisten können. So, deswegen durfte ich tatsächlich mit Rückendeckung des Vorstandes sowas halt immer ablehnen. Mhm. Erfreulicherweise. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein dankbarer Job, was Neues zu komponieren oder was Neues zu schreiben für. Naja, es kann halt für so einen kreativen Musiker oder Produzenten halt auch ein schnell verdientes Geld sein. Mhm. So. Und gleichzeitig sind die Prozesse wirklich ganz schön aufreibend, ne? Sind doch relativ viele, die dann immer um einen so einen Projektauftrag konkurrieren für die musikalische Produktion, also für den Kreativprozess schreiben, also komponieren und produzieren, gibt es dann immer nur wirklich überschaubar Geld. Mhm. Also Demos zu produzieren ist in dem Bereich halt nicht sonderlich gut bezahlt. In der Musikindustrie selbst aber auch nicht. Also das macht da auch keinen Unterschied. Also wenn jetzt aufgerufen wird, Songs für ein neues Album von XY zu komponieren, da ist auch in der Musikindustrie meistens kein Geld für da. Ja, und was die Werbemusik anbetrifft, kann man halt mit relativ überschaubarem Aufwand schon auch einen Treffer landen dann. Das ist aber immer so ein Stück auch Investment, so und sage, ich produziere jetzt Demo. Das kann niemand in der Werbe- oder Markenwelt kann so weit abstrahieren, dass er sich vorstellen kann, wie irgendwas klingt am Ende, wenn es nicht halt schon so klingt, wie es klingen soll. Mhm. Und ja, das heißt dann halt eben eine Produktionsqualität und eine Schöpfungshöhe halt vorzuhalten, ohne halt zu wissen, kriege ich die Produktion am Ende bezahlt. Das heißt, man geht quasi in Vorleistung und weiß gar nicht, ob man den Auftrag bekommt. Genau. Ja. Also man hat halt, man kriegt halt ein, also ich sag mal, ein Demo-Budget, ein relativ schmales, so, das ist, keine Ahnung, sowas wie zwischen 500 und 1500 Euro. Mhm. So, und muss dann in der Regel innerhalb kürzester Zeit
Ja, also zumindest irgendwie für diese Minute oder so, die man braucht, halt einfach um so ein musikalisches Stück irgendwie mal zu zeigen, so, da halt einfach dann wirklich auch fett produzieren. Ja, es ist echt spannend, also dass das so viel weniger wert zu sein scheint, ne? Dass eigentlich ein neues Musikstück extra auf Form geschnitten, zugeschnitten wird, als dass man einen originalen Song nimmt, den es schon gibt. Das finde ich sehr interessant, also dass das so unterschiedlich. Na, die Originale sind halt dann kostet. teilweise über die Jahrzehnte hinweg, jetzt wie bei We Will Rock You, über Jahrzehnte hinweg emotional aufgeladen und haben halt einen Verbreitungswert. Ne? Aber ja, das heißt, das Wertvolle ist die Emotion, die Bindung, die da schon da ist für ganz viele Kundinnen und Kunden, ne? Die dann sagen, ach, das ist ja mein Lieblingslied, toll, das höre ich mir jetzt an. Und dann haben sie sich die Werbung halt auch schon angehört. Ja, das also der Wiedererkennungswert ist da halt einfach der Tauschwert, ne? Ja, total interessant, also weil im Musikunterricht, wenn man jetzt Musik und Werbung unterrichtet, wie gesagt, das ist ja ein Lehrplanthema, nimmt man das ja gerne als Aufhänger, um auch mit den Schülerinnen und Schülern selber mal zu komponieren ein bisschen, ne? Und auch eben mit Vorgaben zu komponieren. Also nicht nur schreib jetzt was dir gerade gut gefällt, sondern eben, wie du vorhin gesagt hast, mit Zweck und auch mit bestimmten Vorgaben halt dann ein kleines Stückchen dazu zu schreiben. Und das ist funktioniert meistens auch ziemlich gut. Und dann überlegt man sich ja auch gemeinsam, was ist jetzt wichtig, wenn wir jetzt irgendein Produkt bewerben wollen. Und was ich jetzt bei dir eben schon rausgehört habe, ist, dass man eigentlich, wenn es jetzt darum geht, ein Musikstück zu finden für eine Werbung, von der emotionalen Seite ausgeht, was eigentlich ganz interessant ist, finde ich, dass das dann doch auch dieses Emotionale und die Stimmung eigentlich trotzdem im Vordergrund steht. Ne? Welche Stimmung will ich schaffen? Und man nutzt dann die Kraft der Musik oder diese psychologische Komponente von Musik, um eine gewisse Stimmung oder Emotionalität zu erzeugen. Ja, und gleichzeitig ist es total schwer, das in Worte zu fassen, wie Musik emotional arbeitet. Also das Interessante ist, also im visuellen Bereich, da kann man ja ein Bild und einen Film, wenn er läuft, ne, auf Pause klicken so, und dann guckt man sich an, was man da sieht. Und dann sagt man irgendwie, hey, da im Hintergrund irgendwie so, da braucht man noch ein bisschen mehr Stimmung mit Sonnenuntergang, irgendwie dreh da mal die Farben rein, irgendwie so mehr Rotanteile und so. Mhm. Aber wenn du den Film auf Pause drückst und ja, die Musik ist dann still, ne? Also da kannst du über das Stehende nicht, es ist halt Stille. Ja. Da zu beschreiben, also über Gefühle zu sprechen, fällt uns Menschen ja eh generell schwer, so, wenn wir sie denn überhaupt fühlen, so. Also, wir sind ja als Menschen halt ganz schön verkopft. So, denken zu viel und fühlen zu wenig. Oder wir fühlen schon, aber dann hören wir nicht drauf, so. Und diese Ansprache über Emotionen in Musikstücken ist dann ein Vehikel, ne? Also, das halt eben auch gar nicht beschreiben zu müssen, aber man muss es erstmal hören, um dann zu sagen, ja, oh, das passt. Gibt es denn da irgendwie so Art Kriterien, an denen man sich da orientieren kann, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie eine kraftvolle, energiegeladene Stimmung. Wie drückt sich das musikalisch aus? Was ist ein kraftvoll, energiegeladenes Musikstück? Also was für Eigenschaften hat das? Ein kraftvoll energiegeladenes Musikstück. Ich würde gerne eher so einen Schritt zurückgehen und mal so überlegen, also wenn man jetzt so überlegt, was für eine Musik brauche ich jetzt hier eigentlich für einen Film, dann muss ich mir die Marke auf der einen Seite angucken. Das ist erstmal so der Brandfit, so um den es da geht, passt das Ding dann zur Marke. Dann das Produkt. Man spricht ja bei so Unternehmen, großen Konzernen oder so, spricht man quasi vom Brand Design, Product Design, also
unter einem Dach sind dann ja verschiedene Marken, ob es nun jetzt Autos, Modellreihen oder verschiedene Produkte an Cremes und Co. sind. Ne? Dann kann man sich auch noch dazu angucken, wen habe ich, also was sehe ich denn da eigentlich, was für eine Art von Geschichte erzähle ich, wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, Jogi Löw oder Jürgen Klopp irgendwie so sehe mit einer Nivea-Creme, dann brauche ich da jetzt auf jeden Fall keinen Tankstellen-Techno hinter. Ne? Also es geht halt um eine gewisse Wertigkeit, die dann da schon drin steckt, die sich in den Sounds halt niederschlägt. Man kann halt schon hochpreisige Sounds unterscheiden, halt eben auch von Konserven-Sounds. So. Also die Produktionstechnik ist natürlich mittlerweile so weit, dass halt selbst schon Logic Audio mit einem richtig tollen Klangkoffer schon daherkommt. Ne? Also das sind jetzt ja auch keine billigen Sounds. Da ist halt nur die Frage, wie bearbeite ich das dann halt eben noch weiter? Was brauche ich noch dazu, halt eben damit es menschelt? Denn wenn es, wenn man merkt, es kommt irgendwie aus der Dose, dann macht es halt keinen Sinn. Es muss menscheln. Oh. Okay, was versteht man oder was verstehst du unter Menscheln? Menscheln, also ja. Reicht halt schon, wenn du Claps in der Produktion mit drin hast. Und die dürfen halt nicht auf den Punkt sein. Ne? Die müssen halt ein bisschen, also so klappen, dass sie halt grooven und alles, was halt eben zu perfekt ist, was halt klingt wie irgendwie an einem Reißbrett entworfen, das menschelt nicht. Ne? Und du kannst halt auch in solchen Produktionen, ich sag dazu immer Schmutz, Produktionsschmutz mit reinbringen. So, ob es halt Atmung ist, Atmer, die halt mit drin sind. Ein Vocal macht natürlich wahnsinnig viel aus, weil ein das Vocal menschelt immer, ne? Ja. Ein Vocal menschelt immer. Dann kann man natürlich sprechen über Female, Male Vocal oder beides, Chöre, Kinderchöre. Kinderchöre sind immer gut. Ne? Immer, habe ich selber auch schon oft aufgenommen. Ist anstrengend, nur mit den Kids dann zu arbeiten, aber bockt auch richtig. So. Ja, da menschelt es natürlich ganz besonders. Da menschelt es dann so richtig. Ne? Und das ist ja so das Pendant, was auf der Bildebene halt immer gerne halt eben auch durch Hund oder Kinder, ne? So ein Hund in der Werbung, der süß ist, ja, das sieht doch immer. So, und da gilt es halt eben, die klangliche Komponente zu dem Hund und zu dem Kind zu finden. Ja. Ja. Okay, und das finde ich ganz interessant, dass das Menscheln so wichtig ist, um die Emotionalität überhaupt zu erzeugen. Weil wenn es zu perfekt ist, dann kommt das nicht an, oder? Genau. Also im Imperfekten liegt dann halt einfach auch ein Stück weit die Nahbarkeit. Und das ist etwas, was eine Marke natürlich gerne für sich vereinnahmen möchte. Die möchte gerne nahbar sein und ganz nah. Am liebsten möchte die Marke bei uns auf dem Schoß sitzen und abends noch mit uns ins Bett gehen. Ja. So, und das, ja. Also auch Cello zum Beispiel wird ja auch gerne eingesetzt, halt eben so als menschliche Kraft, so die man, wo man halt spürt, ne, wie der Bogen geführt ist. Und das kannst du halt einfach so nur wahnsinnig schwer am Rechner erzeugen. Also es gibt da schon so ein paar Programme, so die Vienna Symphonic Library oder so, wo man halt dann tatsächlich die beinhaltet ja wirklich alle Orchesterstimmen und alle Töne und in allen Klangarten oder Spielarten. Und wenn da jemand gewieft drin ist, dann ist es schon möglich, halt wirklich phänomenale Klangergebnisse zu erzielen. Nur, aber das ist dann eher quasi dann auch der Bombast, ne? Der, so dieses Hollywoodeske, was dann, was man halt relativ schnell produzieren kann, wenn es um Fußballspot geht, weil so ein Biersport für Fußball und so, und dann müssen halt also will man halt irgendwie so Hans Zimmer mäßig oder wie auch die Champions League hat, die nutzen ja auch das klassische Stück Zadok the Priest, ne? Für die Champions League und in dem Fußballumfeld kann man dann halt schon, insbesondere wenn so ein Spot dann zugequatscht ist mit Voice-Over, ne? Zugequatscht ist,
da reicht dann tatsächlich die Konserve oftmals halt auch aus, um dieses Gefühl von, ey, klingt ein fettes Orchester, so, und das merkt man dann auch nicht, ob es jetzt irgendwie einfach digital produziert ist oder aufgenommen wurde. Ich habe halt auch, ich habe in der Vergangenheit schon häufiger auch Streicheraufnahmen gemacht, größere, bin nach Prag oder Warschau oder Bukarest gefahren, um dort Orchester aufzunehmen. Und bin dann irgendwann dazu übergegangen, so eine 18er-Besetzung aufzunehmen, einfach und im Overdub-Verfahren, also quasi immer wieder drüber, ne, spielen, so, also doppeln, aufdoppeln, Overdubs. Okay. Mhm. Damit halt einfach dann den originären Orchestersound zu erzeugen, prägnanter noch zu sein als ein Orchester, was dann vielleicht noch ganz schön rumpelt, wenn da so 100 Mann spielen und man halt eben diese Prägnanz gar nicht so richtig hinkriegt und das, was das große Orchester sonst geleistet hätte, macht man dann halt aus dem Software-Instrumentenbereich. So, und dann halt eben Overdubs, gerade wenn man so Lead-Instrumente hat, dass man halt, manchmal reicht auch echt eine kleine Besetzung. Ja. Ein Cello, eine Bratsche, zwei Violinen und ab dafür. Und die halt eben 10-mal aufnehmen und dann sitzt das so. Naja, klar, so Entscheidungen müssen dann auch getroffen werden, ne? Das ist dann. Also, dass man gar nicht so viel Mehrwert erzeugt, wenn man jetzt ein ganzes Orchester da hinsetzt, ein großes, ne? Sondern dass es mit dem Kleinen schon besser geht. Das heißt, also jetzt höre ich schon raus, so Instrumentierung ist irgendwie eine Schraube, an der man dreht, ne? Oder an der man Stimmung erzeugen kann, verschiedene. Dann Tempo ist eine Sache. Was gibt es noch so für Komponenten, die wichtig sind, wenn man eine bestimmte Stimmung erzeugen möchte? Ich muss gerade mal bei Instrumentierung, ich habe mal eine Werbung mit einer Nasenflöte gemacht. Und die, das war quasi so, dass das Zugpferd, ne, wo dann alle kleben geblieben sind und gesagt haben, irgendwie, ey, das ist ja skurril, das finden wir super. Das bleibt hängen. Ja, also das ist, da darf man halt, also gerade wenn es darum geht, halt, dass man in Pitches, also in den Ausschreibungen mit mehreren Komponisten oder mit mehreren Komponisten oder Produzenten halt, um dann diesen Topf konkurriert, ne, um den Auftrag final zu bekommen, dann ist so eine spitze, herausragende Idee, etwas, was wirklich kleben bleibt, oftmals halt eben das Zünglein an der Waage. Ja. Aber das, du hattest gerade nochmal die Frage gestellt, dass das ist noch wichtig, ne? So, ja, beziehungsweise welche Komponenten gibt es in der Musik, ne, die eine bestimmte Stimmung beeinflussen? Also Tempo ist ganz klar, würde ich sagen. Instrumentierung ist ganz klar. Naja, die Harmonien, also Harmonie und Melodie im Kontext immens wichtig, ne? Also dann meistens, klar sind es auch in der Werbung oftmals halt eben die drei Akkorde und die Wahrheit, so, die man so mit sich hat, aber diese, also Attitude, die da drin steckt, so, ist ja auch die Frage, spüre ich da etwas oder, ne? So, aber wenn man jetzt ein Beauty-Pflegeprodukt für Frauen auf der einen Seite hat, da würde man natürlich immer elegisch einfühlsamer halt auch, was die Harmoniesetzung anbetrifft, als wenn man jetzt irgendwie irgendwas für Kerls macht oder so. Ja, ist interessant, dass natürlich für Schülerinnen und Schüler, ne, die mit Komposition natürlich wenig Erfahrung haben, immer ganz schwer, solche Sachen zu entscheiden. Ne? Was ist denn jetzt was sind denn schöne Akkorde? Was sind denn, was ist ein entspanntes Tempo? da merkt man dann auch wieder, dass das Leute natürlich nicht umsonst auch über viele Jahre hinweg üben, sowas. Ja, wobei die Orientierung dann immer wieder auch an Beispielen tatsächlich am meisten hilft. So, also ich selbst, ich bin zwar Komponist bei der GEMA,
Aber ich würde mich niemals als Komponist bezeichnen. Also auch wenn ich, also ich habe Ideen und ich kann Ideen halt einfach auch dann irgendwie zum Hören bringen. Aber ich würde mich auch nicht als Musiker bezeichnen, ne? Ich bezeichne mich immer so Interessant. als gehobenen Lagerfeuer-Gitarristen vielleicht. So, und auch wenn ich mich hinsetzen kann und so einen Song selber halt im Logic aufbauen und herstellen und auch irgendwie so leidlich selber mischen kann, da gibt es Leute, die können das einfach wirklich deutlich besser als ich, und mit denen will ich dann auch arbeiten. So, also ich selber sehe mich halt auch nicht als Komponist oder Musiker. Also ich, also wenn man jetzt mal beispielsweise diese 10 Jahre Jung von Matt daherzieht, dann würde ich mich als Executive Producer bezeichnen. Ja. So, auch wenn ich immer mal wieder halt auch kompositorische Ideen beigesteuert habe. So, aber es ist halt doch mal was anderes, als wenn dann jemand daherkommt, der wirklich Komposition studiert hat und da halt. Also deswegen kann ich diesen kompositorisch-theoretischen Backbone da auch nicht so gut liefern. So, da fühle ich mich dann tatsächlich auch immer so ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet, weil ich halt selber, also weil ich selber dann irgendwie immer nur so aus dem Gefühl heraus mache, Ja. irgendwas dann vorzuschlagen oder an Ideen einzubringen, sei es als Text oder Komposition, und mache das dann halt, ich weiß auch nicht dann so genau, woher dann die Idee dann kam, ne? Ja. Aber wär vielleicht interessant an der Stelle halt nochmal wirklich mit einem Composer zu sprechen, irgendwie, wenn dich das wirklich in die Tiefe interessiert. Ja, es ist jetzt auch, also es ist ja spannend, ne, dass eben für die Entstehung von einer Werbung eben so viele Leute beteiligt sind, was für Jobs es dann da ja auch gibt, ne? Gerade diese Zwischenposition, die du dann ja auch inne hast, ne? Die ja ganz kreativ ist und auch ganz viel musikalisches Know-how erfordert, aber wie du sagst, eben gar nicht jetzt beinhaltet unbedingt selbst die Musik sich wirklich von null auf irgendwie auszudenken oder zu komponieren selbst, ne? Genau. Ja. Und gleichzeitig, also es gibt halt Produktionsfirmen, die spezialisiert sind auf dem Bereich Werbung, die dann halt mit festangestellten Komponisten arbeiten. Also oftmals sind es halt irgend so zwei, drei Musiker, die sich zusammentun und dann erstmal selber arbeiten, aber dann auch manchmal, wo ich schnell auch erfolgreich werden. Und dann halt Komponisten und Produzenten, meistens sind produzierende Komponisten, ne? Also meistens sind es die dann dort auch ihre Jobs finden und wachsen. Und das war aber nie mein Ziel. Also ich wollte nie eine Werkbank betreiben. Also ich habe Ja. ein Studio mitbetrieben und hatte einen festangestellten Engineer. Aber ansonsten halt, also so eine Mischung, ne, aus kreativen Leuten und auch administrativen Leuten, wobei es dann halt eben um Verhandlungen, Lizenzverträge, dann halt eben auch GEMA-Vergütung, und das ist halt dann tatsächlich eher bürokratisch. Ja, stimmt. Ja, Genau. man stellt sich das immer so als Laie, kann man sich das gar nicht vorstellen, was da alles auch im Hintergrund noch so passiert, ne? Dass ja, wie viel Aufwand das ist. Ja, ist So. auf jeden Fall mehr als eben mal kurz was auf dem Kamm zu blasen. Oder auf der Nasenflöte. Oder auf der Nasenflöte. Oder singenden Säge. Ja. Ich habe noch, genau, weil wir haben jetzt im Heft auch ein bisschen unseren Schwerpunkt auch mal auf Werbung in Social Media gelegt, die ja doch jetzt eben im letzten Jahrzehnt sehr wichtig geworden ist und sicherlich die Werbebranche ja auch verändert hat, ne? Also kannst du da was zu sagen? Beobachtest du das auch, dass das irgendwie einen Unterschied macht, ob man jetzt Fernsehwerbung oder Social Media Werbung mit Musik ausstatten muss? Also in Bezug auf die Brands, mit denen ich bisher so zu tun hatte, ist
Social Media natürlich insbesondere eine Verlängerung und Spezifizierung von Kampagneninhalten. Generell würde ich sagen, dass diese Fragmentierung, die da jetzt passiert ist, auf die verschiedenen Social Channels, so wie Snapchat, TikTok, Facebook, also alles begann ja im Grunde genommen mit Facebook. Und dann Algorithmen, die halt immer spitzer auf Zielgruppen zugeschnitten halt Werbung ausspielen. In Bezug auf Marke, Produkt und die kreativen Inhalte, die jetzt die Werbung betreffen, ist es so, dass oftmals halt einfach dieses Medium in Bezug auf die Zielgruppe dann halt schon auch mitgedacht wird, wenn es um einen, in Anführungszeichen, Hauptfilm geht, so das Mutterschiff quasi, das, was im TV läuft, so. Es gibt aber halt wahnsinnig viele Marken, die überhaupt gar nicht im TV mehr werben, ne? Also neue Unternehmen, auch insbesondere so aus dem Food- und Beauty-Bereich, so wo halt Werbung halt mehr oder minder halt dann auch in Testimonials verpackt ist, also Influencer-Marketing passiert, so das ist dann alles auf dem Bereich ja, Tutorial so im Grunde genommen beschränkt, wo die Marken dann halt eben, das ist, finde ich, auch ziemlich schwierig, weil es, glaube ich, für junge Menschen kaum noch zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich Werbung und was ist so wirklich von irgendeinem Influencer ehrlich gemeinte Empfehlung so. Denn das ist, an der Stelle wird halt mittlerweile echt ziemlich viel Geld ausgegeben. Und was mir zuletzt so aufgefallen ist, ist, dass man ganz viel so KI-generierte Werbung halt einfach auch hat. So mit diesen, mit so einer typischen Stimme, so die KI generiert ist und im Grunde genommen so marktschreierisch auf einen zukommt, so mit hast du schon dieses und jenes und solches bedacht und, ne, und so. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Das finde ich noch schlimmer als Radiowerbung. Also das schafft es auf jeden Fall nicht, mein Scrollverhalten zu durchbrechen. Da bin ich so schnell wieder weg, wenn ich so eine Stimme höre, dass ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das so, dass das erfolgreich wird, so diese Form des Direct Marketings so. Und in Bezug auf Inhalte von jetzt so High-Level-Brands, da ist im Grunde genommen das, was auf Social Media passiert, dann halt vor allem halt eben so ein kleiner Teil der schnell Aufmerksamkeit erzeugen soll und dann wiederum auch abholen soll auf eine andere Plattform, ne? Also auf die eigenen Kanäle, also entweder auf den eigenen Channel, um dort mehr zu erleben, oder wiederum halt auch auf Website und ein Web-Special. Also was halt auf jeden Fall für die Marken an der Stelle halt interessant ist, ist der Rückkanal, ne? Dass sie interagieren können halt, mit ihren Zielgruppen und schauen können, kommt jetzt jemand auf meine Landingpage oder auf meinen Channel oder abonniert oder guckt sich das Video an und so. Das ist ja alles trackable. Und welche Rolle spielt dann Musik? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn jetzt eine große Marke, die machen jetzt irgendeine große Kampagne und da wird auch ein Film gedreht, der dann sogar im Fernsehen läuft und so. Und dann gibt es quasi so Ausschnitte davon irgendwie auch auf Social Media oder so zu sehen, wo dann auch die Musik irgendwie wiederverwendet wird. Stelle ich mir das so richtig vor ungefähr oder läuft das anders? Im Grunde genommen ja. Also die Verlängerung halt einfach in die fragmentierte Welt der Social Media, aber mit eben den Inhalten, die man für die Kampagne, die Tonality der Kampagne und das Produkt dann auch designt hat, ne? Also man natürlich ist es, wenn man jetzt ausschließlich also Social Media Werbung machen würde, dann würde man halt ganz konkret halt auch darauf abzielen,
eben diese Aufmerksamkeit immens schnell, sofort, halt eben innerhalb von 3 Sekunden halt auch von Anfang an zu erzählen. Ne? Also da würde man jetzt nicht eine Story irgendwie aufbauen, die sich entfaltet. So. Das ist ja selbst bei Musikstücken generell schon, also das Spotify-Phänomen, dass halt die Lieder, anders als es früher der Fall war, kompositorisch so aufgebaut sind, dass sie innerhalb der ersten 30 Sekunden halt spätestens im Refrain sein müssen oder gar mit dem Refrain anfangen. Ja. Und da geht es halt auch darum, halt das Skippen quasi zu verhindern. Und zumindest dafür zu sorgen, dass ein Song mehr als 30 Sekunden gehört wird, weil bei 30 Sekunden wird dann halt eben in dem Auto, da wird halt schon abgerechnet. Ja, ja. Da gilt der Titel dann als gehört und das ist dann quasi so der Erfolg und die Grundlage halt einfach für das Income des Musikers, der das Musikers, Labels, Verlages, so. Ja, man kennt das irgendwie auch von TikTok und so. Ich glaube, ich kenne ganz viele Songs eigentlich, kenne ich nur Ausschnitte von, weil die halt dann bei TikTok irgendwie immer laufen im Hintergrund, aber es sind dann immer so 10 Sekunden von irgendeinem Song, den ich noch nie vollständig gehört habe. Ne? Mhm. Das muss dann natürlich schon auch bedacht werden, wenn jetzt. Ja, das kann eine Marke natürlich in der Form nicht, ne? Also auf diese Wellen mit den Songs, also da wird ja quasi jede Woche werden da ja andere Songs wie die Sau durchs Dorf getrieben. Im Bereich Content so und Reels, ne? Also und das, was für den privaten Gebrauch quasi lizenztechnisch unbedenklich ist, das kann eine Marke ja in der Form nicht. Also eine Marke müsste das dann halt eben vorverhandeln und wieder mit Verlag, Künstler, Label eben wirtschaftlich diskutieren und zu Lizenzabschlüssen kommen. Ja. Jetzt fällt mir auch noch ein, das ist dann vielleicht ein bisschen anders. Wie ist es denn mit der ganzen Musik, die Unternehmen so als, ich weiß nicht, wie man das nennt, Soundidentität haben, also Jingles und irgendwie so bestimmte Sprecher oder so oder eine, also es gibt ja auch noch außer jetzt wirklich eine Musik, die irgendwie im Hintergrund von einem Film läuft, ja auch so einen gewissen Sound, den manche Marken ja auch für sich so es ist ein spannendes haben, und ne? Auch sehr, sehr undurchsichtiges Feld. Also es gibt Branding-Agenturen, die darauf spezialisiert sind, entweder den Soundbereich mitmachen als Branding-Agentur oder eben mit externen noch arbeiten. Also das in allem voran sind es dort halt eben die Herleitungsprozesse, also markenpsychologische Aspekte, die man dann halt eben in Musik, Kompositionsklangweise halt übersetzt. Und dann hast du einen Riesenprozess und der geht über Monate und teilweise Jahre und am Ende kommt dann halt eben so raus. So. Ja. Interessanterweise gibt es wirklich nur wenige Soundbranding und Soundlogo-Beispiele, wo man sagt, das ist wirklich ein Differenzierungsmerkmal. Das ist, natürlich ist es die Aufgabe eines Soundlogos oder eines Brandings in dem Bereich zu differenzieren und quasi die absolute Uniqueness einer Marke halt so abzubilden. Und ich habe mich bisher mal in meinem Leben erfolgreich davor gedrückt, also ich habe per Zufall mal so was gemacht, so zum Beispiel. Also auch wieder, ne, das ist auch wieder auf Zufall für Euronics. Yeah. Dieses Eude, Deude, Deude, Deu. Das war so voll das Zufallsprodukt, ne? So, ja, alle fanden es dann irgendwie, alle fanden es total witzig und cool. Ja, und es gibt wirklich sehr wenig Beispiele, also neben der Telekom Beispiele, so. Wo halt die Soundlogos über einen langen Zeitraum konsistent sind und halt auch wirklich auf die Marke einzahlen und abstellen. Dass man halt wirklich auch merkt, man hört es
Man sagt irgendwie, oh, das sind die. Ja. Bei der Telekom volle Pulle. Das aber, stimmt. Ne, und da hat man natürlich irgendwie noch auch ein Zufallsprodukt, übrigens dieses Jappa-Ja-Ja-Jippie-Jippie. Ne, Hornbach. Ja. Auch cool, auch Zufall. So, das ist halt, wurde quasi nicht in dem Branding-Prozess halt hergeleitet und dann gestaltet. So. Oder, oh, das ist auch schlimm, das kriegt man gleich wieder nicht. Karglas reparieren, Karglas tauschen. Das ist dann, sind das dann auch Jingles? Also ist da nochmal eine Unterscheidung auch zwischen, weil es gibt ja die mit Text, also Harry, Boma, Kinderfroh und so. Also Sachen hat man ja irgendwie im Kopf, wenn man das anfängt. Jingles. Ja. Das, genau, okay, das wird dann nochmal unterschieden, ne? Genau, das sind gesungene Jingles und die Soundlogos sind in der Regel noch deutlich kürzer und prägnanter. So, das ist halt auch die Aufgabe eines Soundlogos. Und trotzdem fällt es mir total schwer, jetzt hier auch nur 5 Stück zu nennen, wo ich sage, also die sind richtig, die sitzen Arsch auf Eimer mäßig. Also vielleicht würde ich noch so Intel vielleicht noch so dum 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 dum. Dieses Intel-Ding, früher gab es bei BMW mal mit diesem Amboss-Sound, wirklich, wie ich finde, auch gelungenes, eigenständiges Ding, dieses dum, dum. Und das haben sie aber dann getauscht, so gegen genau, also da finde ich dann schon wieder, also so viele machen da halt was, damit ist er am Ende quasi im sogenannten CI-Ending, am Ende eines Spots, da hast du halt normalerweise, da steht da dann das Mercedes-Benz-Logo und der hat nochmal einen Glanz oder ne, das VW-Zeichen so oder Vodafone. So, also am Ende quasi, das am Ende von so einem Werbefilm dann halt eben der Absender steht, das, was im Filmbereich halt eben so der Nachspann wäre. Ja. Und das dann halt eben auf gerne maximal 3 Sekunden beschränkt. Ne? Und es ist total schwer, innerhalb von 3 Sekunden halt Emotionen zu erzeugen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch jede Hintergrundmusik, die du irgendwann in so einen Spot reinlegst, dann halt immer auch an das Soundlogo brandet. Ja, und wenn das eine andere Tonart ist, so, ne? Genau, rollen sich nämlich die Fußnägel hoch. Ja. Im Bereich der Soundlogo-Kriterien nennt man das dann Flexibilität. Also, dass das Soundlogo halt quasi sowohl technisch auf, dass du dafür jetzt irgendwie nicht eine fette Anlage brauchst, um das zu hören. Also es war beim Audi-Logo war es eine Zeit lang halt eben so, dass dieses bum, 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 dass dieses das ist ein A-Moll-Chord, der da mit drin sitzt und dann halt eben diese Beatstöße ganz tief und so, das hast du halt einfach so auf Telefonen und Rechnern früher halt einfach gar nicht wahrgenommen. Und dieses Telekom-Logo, das kannst du halt, egal ob es jetzt Nina Hagen ist, also man kann es immer wieder in der Instrumentierung und in der Tonart, Tonlage kann man es anpassen an die Hauptmusik aus so einem Spot. Ja, das ist ein extrem gelungenes Beispiel, ne? Toll. Aber ansonsten fallen mir ja vor allem Jingles ein, die extrem erfolgreich sind. Also da scheint das ein bisschen einfacher zu sein, oder? Ja, also die Zeit der Jingles kommt so ein bisschen zurück. Also irgendwann wollte keiner mehr Jingles machen, weil es so altbacken daherkam, ne? Also so Verkufe. Es gab, das ist auch noch aus der Radiozeit eigentlich entsprungen, kann ich mir vorstellen, oder? Genau. Ja, und auch also aus der Werbewirtschaftslehre so der 50er und 60er Jahre, ne? Da kommt das so her. Da gab es dieser Koryphäe Ogilvy. David Ogilvy hat mal gesagt, wenn du nichts zu sagen hast, sing es. Ja, da kommen Jingles bei raus, ja. Ist wahrscheinlich gut getroffen. Ja, aber da gibt es ja wirklich viele, also ich habe jetzt in den letzten Wochen natürlich auch viel mit Freunden und so über Werbung gesprochen und man kommt ganz schnell auf das Thema, so welche Werbung kennt ihr noch aus eurer Kindheit, ne? Und dann alle können immer diese Titelsongs oder diese
Jingles halt mitsingen, ne? Das Bonduell oder so. Ja, also Carglass ist ganz klar, Haribo ist ganz klar, was hat man noch? Meister Propper putzte sauber, das man, ne? Aber er hat mir eben das Sanustol. Ich hab noch einen, kann ich dir jetzt als Ohrwurm für den ganzen Tag nochmal reindrücken. Ja. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Ja. Und ja, merci. Das Ding ist, dich tot zu kriegen. Ne? Ja. Und die haben halt immer diese Ohrwurm-Eigenschaft dann ganz klar, weil, oder? Das, du bist in meinem Lieblingslied, die Melodie. Mhm. Ja, und also das Ding hätte ich gerne selber geschrieben. Ja. So, weil, also das ist, glaube ich, auch, man darf das ja auch nicht unterschätzen, auch für die Komponisten an der Stelle. Das sind ja nicht nur die Herstellungsrechte, so die da, ne, also ich werde dafür bezahlt, dass ich hier Musik gemacht habe und einen Master produziert habe, sondern die Zweitverwertungsrechte über die GEMA. Ja. Ja, und wenn so eine Kampagne von so einem breiten, wirksamen Produkt wie Merci, wenn das dann läuft, dann kriegt man halt einfach über die Zweitverwertung, über die GEMA dann halt einfach auch ein ordentliches passives Income, ne? Also Einkommen. Ja. Klar, ich meine, das läuft ja teilweise wirklich jahrzehntelang, ne? Dann immer ein bisschen anders aufgesetzt, ein bisschen neu und so. Genau, aber die Komposition bleibt die gleiche, ne? Selbst wenn es irgendwer anders aufnehmen würde. McDonald's, so. Ich liebe es. Dürfen wir das hier im Podcast? Genau. Ja. Warst du irgendwo mal dabei, wo ihr euch auch für einen Jingle entschieden habt? Oder wo ein Jingle in Auftrag gegeben wurde? Tatsächlich war das nur, in Anführungszeichen, nur Vivo Was Weiß Obi. Ja. Und das ist so ein bisschen Soundlogo und Jingle in einem. Das stimmt. Aber einfach, weil das in den letzten Jahrzehnten nicht so in Mode war, oder? Möglicherweise ist dann halt eben auch so dass das Markenumfeld, in dem ich gearbeitet habe, so die Unternehmen, so, das waren alles keine Unternehmen, die halt einfach mal mit einem Jingle irgendein Produkt schnell raushauen wollten. Ja. Ja, und trotzdem haben alle irgendwie eins gemeinsam. Ne? Also es geht darum, dass Leute was kaufen am Ende. Also und Leute dazu zu bewegen, Geld auszugeben, dass das so gut funktioniert. Ich meine, das ist ja erwiesen, ne? Dass Musik spielt da auch eine große Rolle und Werbung spielt eine große Rolle, Leute anzuregen und von irgendeinem Produkt zu überzeugen. Ja, also Musik ist auf jeden Fall der Hauptemotionsträger, denn da kannst du halt eben auch auf dem Klo sitzen und nebenbei läuft die Glotze und du hörst es halt trotzdem, und obwohl du das Bild nicht siehst. Ne? Also kannst die Augen zumachen, wenn du irgendwas nicht sehen willst, aber hören tust es trotzdem. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Du hast mir heute ganz viele Sachen beigebracht und ich denke, dass auch Hörerinnen und Hörer heute sicherlich noch was mitnehmen konnten. Cool. Ja. Nee, hat mir super viel Spaß gemacht. Ansonsten unten drunter in die Kommentare schreiben. Ne? Genau. Dann verabschiede ich mich jetzt von Gerrit und von den Hörerinnen und Hörern. Dann sage ich auch Tschüss an dieser Stelle und sage vielen Dank, Helene. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für deine nächste Musikstunde oder auch den nächsten Smalltalk. Wenn du noch mehr Infos zum Thema haben möchtest, Helene hat das eingangs schon erwähnt, Gerrit hat auch den Leitartikel zu unserer aktuellen Ausgabe der Musik und Unterricht mit dem Schwerpunktthema Musik und Werbung verfasst. Und in diesem Heft findest du verschiedene Ideen und Unterrichtsmaterialien, mit denen du das Thema von Klasse 5 bis 13 behandeln kannst. Den Link zum Heft findest du unten in unseren Shownotes. Außerdem wärmstens empfehlen kann ich dir auch, einmal die Website von Gerrits eigener Agentur The Hook zu besuchen. Dort kannst du dir nämlich einige der im Gespräch erwähnten Werbeproduktionen anschauen bzw. anhören. Auch den Link dazu packe ich dir mal in die Shownotes. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Deine Marie.